Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses, das ist die Shenaya, ne? Jetzt hat sie noch eine Mütze auf, merkt euch das, denn das wird heute nicht mehr so sein. Wir haben heute was vor, was ganz Besonderes, dafür hat sie mich besucht. Sie wollte Hildburghausen sehen. Wie kann man Hildburghausen sich am besten angucken? Man wandert durch Hildburghausen. In Gesellschaft trinkt man auch gerne mal ein Bierchen. Da muss man natürlich auch was zu sich nehmen, was speisen. Das heißt, wir werden heute diverse Dönerläden besuchen. Eigentlich haben wir 4 Döner auf der Karte stehen und diverse Einkaufsmeilen. Denn wir wollen die goldene Meile von The World's End nachspielen. Wer den Film kennt, weiß Bescheid. 12 Pubs, 12 Bier. Bei uns sind es keine Pubs. Bei uns sind es halt Kaufland, Netto, Edeka, so Zeug. Dafür haben wir uns sogar extra eine Karte angefertigt. Ich möchte euch jetzt ganz kurz mal den Weg zeigen, den wir geplant haben, den wir eigentlich gehen wollen. Mal schauen, wie viel wir schaffen, ob wir bis zum Ende kommen oder nicht. So, das ist die Karte, die habe ich mir gestern extra ausgedruckt von Hildburghausen. Guckt euch das mal an. Wenn ich das jetzt rumdrehe, das Problem ist, hier erkennt man halt nicht wirklich was. Da steht The World's End Vlog. Ne? Hier ist auch eine Legende. B steht für Bier, D steht für Döner. Das haben wir jetzt hier so eingezeichnet. Hier ist eine komische Form, denn wir starten hier, das ist der Startpunkt. Und hier steht als erstes eine 1. Wir wollen jetzt eigentlich erstmal zum Rewe, wollen uns da ein Bier holen, wollen dann hier hoch zum D, das ist dann der McDöner, wollen uns einen Döner zum Frühstück gönnen. Laufen dann weiter hier hoch zur 3, holen uns beim Edeka ein Bier, laufen hier zum Netto, holen uns ein Bier, gehen zum Lidl, holen uns ein Bier, gehen dann zum Rewe, holen uns ein Bier, laufen den ganzen Weg wieder runter zum Markt, gehen zum Pizza-Kebab-Haus, zum Abo, holen uns einen Döner. Und weil der Weg so weit ist, dann bis hier rüber zum Kaufland, wo es das nächste Bier gibt, nehmen wir vielleicht hier auch noch ein Bier mit, müssen dann wieder rein in die Stadt zum Aldi, Bier, Netto, Bier, Döner Lutz, Döner, dann schnell wieder, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Wir sind jetzt hier. Jetzt weiß ich nicht, ob der Döner Lutz Bier hat oder kein Bier hat. Je nachdem kann man entweder hier schon weiterlaufen oder man geht nochmal kurz, weil man in der Nähe ist, in den Rewe, holt sich ein Bier und läuft von da aus dann raus aus der Stadt Richtung Wallraps in die Norma für ein Bier und auf dem Rückweg im Panorama-Restaurant ein Döner. Und dann hat man es eigentlich geschafft, nach 4 Dönern 13 Bier? Eigentlich brauchen wir doch nur 12. Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall wollen wir noch eine Flasche Pfeffi mitnehmen, damit man mal sich den Geschmack aus der Fresse spülen kann. Genau, so wollte ich das jetzt sagen. Hast du Bock? Und wie? Frierst du? Ein bisschen aus. Geht's dir gut? Noch geht's mir gut. Ich habe auf jeden Fall Durchfall vom Red Eric Faxe gestern Abend. Deswegen muss ich mir jetzt erstmal eine Banane noch im Rewe holen. Aber dazu gleich mehr. So, wir sind jetzt raus aus dem Rewe, ne? Wir haben jetzt hier den Rucksack schön gepackt, 2 Bier dabei und die Shenaya hat das Bier ausgewählt. Wir haben uns nämlich noch diese Regel gesetzt, wenn wir irgendwo reingehen und Bier holen, einer sucht das Bier aus, was beide trinken müssen und im nächsten Laden sucht es der andere aus. Ladies first, Shenaya hat angefangen, die hat sich jetzt also hier dieses Budweiser geholt. Das heißt, ich muss auch einen Budweiser trinken. Und wir werden jetzt beide dieses Budweiser trinken. Und hier greift mich irgendwas an. Und hier, da bin ich gerade im Laden voll gegen das Regal gesemmelt. Deswegen tut schon alles weh. Und dann habe ich mir noch als Gag überlegt, damit, weil ich ja heute was trinken will, dass ich mir den Gummi aus den Haaren mache, damit ich meine Haare aufmache. Und die Shenaya macht ihre Haare auf. Weil das wird vielleicht heute nicht, dass man den Gummi verliert. Aber damit man sieht, dass man Haare hat, muss man die jetzt eigentlich so nach vorne machen. Und jetzt kann man so jetzt durch Hibo wandern. Guckt mal, jetzt sehen wir erst recht wieder. Ach scheiße, jetzt ist es links und rechts geteilt. Ich glaube, das sah vorher lustiger aus.
Wir werden jetzt also gleich zum ersten Dönermann gehen und gucken, ob wir da einen Döner finden, das erste Bierchen trinken. Und ihr habt gesehen, wir haben Pfeffi, wir werden immer mal einen kleinen Schluck zur Erfrischung nehmen zwischendurch. Aber das wird nett gefilmt, das ist ja hier kinderfreundliches Video. So, wir stehen jetzt hier vor McDöner. Wir wussten selber nicht, ob da überhaupt auf ist und ob man da jetzt was bestellen kann, weil wir haben gestern gegoogelt, im Internet stand, öffnet ab 17 Uhr. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht ist ja gar nicht mittags wegen Coronis und so. Da vorne an der Tür stand jetzt aber 11 Uhr bis 14 Uhr und dann 16.30 Uhr bis abends. Es ist alles dunkel, nichts hin und her. Wir haben trotzdem jetzt mal hier geklingelt am Fenster. Da kam der Mann raus, hat gesagt, hallo, und dann, ja, ich mache euch zwei Döner, kein Problem. Hat jetzt extra die Küche angemacht, also komische Zeiten, ne? Weißt du nie, was recht ist und was nicht. Und wie ich hier sehe, sind auch die Preise gestiegen. Jetzt kostet hier auch der normale Döner 5,50 statt 4,50. Haben jetzt zwei mit Spezialsoße genommen, werden die fix essen. Und dann wollten wir, glaube ich, zum Edeka, was dann die dritte Station ist. So, wir sind jetzt wieder hier angekommen bei unserer Bank, aber nein, das ist nicht derselbe Döner wie gestern, das ist jetzt vom McDöner, wie gesagt. Kann man auch hier sehen, McDöner war die 2, da wo ein D steht. Wir müssen dann weiter hier oben, Edeka, Bier, wo die 3 ist. Die Shania hat jetzt den Döner mal probiert, was sagst du, wie schmeckt der? Sehr lecker. Besser aber als gestern? Der ist zumindest warm. Er ist warm, aber warm heißt noch nicht, dass er schmeckt. Aber sieht ja sehr lecker. Man sieht auf jeden Fall Fleisch und da ist noch Rotkraut und da ist noch Shania. Und deswegen, den merkt man schon auch durch die Folie durch, dass der richtig Feuer hat. Aber preislich sind die wohl alle jetzt immer gleich. Ich werde jetzt auch mal in meinen reinbeißen und dann müssen wir natürlich weiter wandern. So, das ist also ein McDöner-Döner nochmal. Der irgendwie viel fetter und breiter, jetzt geht das wieder los, fetter und breiter wirkt als der gestern vom Dill-Dönermann in der Wand. Der ist auch richtig warm, du nimmst ihn in die Hand und denkst, du fest ein Stück Kohlen an, glühende Kohlen. Also der macht schon was her. Der wirkt jetzt nicht ganz so extrem grün wie der gestern. Gestern der war richtig grün, kräftiges Grün und kräftiges Rot beim Rotkraut. Das ist eher lila Kraut an sich. Aber dafür seht ihr hier Fleisch. Was gestern bei dem auch irgendwie untergegangen ist. Hier ist das Brot auch diesmal noch richtig kross, richtig knusprig und auch warm. Also wirklich ganz anders als gestern das. So, nächstes Ziel erreicht. Guckt euch das an, wie es aussieht. Wir stehen nämlich jetzt hier mit der Shania. Die hat sogar Haare. Ne? Wir stehen jetzt hier vor der Landbäckerei Gagel. Beziehungsweise waren wir gerade hier in diesem Edeka Blaufuß. Und ich durfte jetzt das Bier aussuchen. Und weil wir jetzt ganz viele Biers hintereinander haben, weil es kommt ja noch dann Rewe, Aldi und Netto, habe ich jetzt nur eine kleine Dose genommen. Eine kleine Dose. Coronis extra, ja, hat trotzdem bestimmt, wie viel hat das? Weiß ich nicht, das hat 4,5, also ein leichtes Bier, das steht, guck da steht, seht ihr das, so sieht das aus. Das werden wir jetzt gleich aufmachen und ich muss noch mal kurz zu dem Döner anmerken, also Shania hat wirklich gesagt, ihr hat der Dill-Döner-Mann insgesamt trotzdem am Ende besser geschmeckt. Definitiv. Wenn der einfach ein bisschen mal das Brot länger drin lassen würde, dass es schön warm und knusprig ist und das Fleisch mehr an, wäre das wahrscheinlich super. Denn wir haben so zu kämpfen gehabt jetzt an dem Döner. Wir haben den gegessen und am Ende, da war alles Frische weg. Du hast nur noch frampfiges Fleisch gehabt, fettig rausgetropft. Das Fleisch war plötzlich richtig bissig. Also du hast da rumgekaut wie ein Schmied und oh, das liegt jetzt so schwer im Magen. Ich glaube, wir werden nie wieder Döner essen, obwohl wir noch 3 Stück eigentlich heute testen müssen. Jetzt aber erstmal Coronis extra und dann auf zum Netto. Hoppa! So, wir haben jetzt dieses Pferd gefunden. Das sieht auf jeden Fall total süß aus, oder? Guckt mal, das ist das Pferd und das ist der fette Körper dazu. Mit aber irgendwie total mickrigen Beinen. Ne? Wie würde Natururin machen? Aber wir sind ja nicht Natururin. Und deswegen, das ist auch ein Pogestop. Weil das ist das Landwirtschaftsamt, oder wie das heißt. Und deswegen kann man hier hin und einen Stop drehen. Wir sind jetzt extra hier einmal außen rumgelaufen. Statt die Schleusinger Straße hochlaufen wir jetzt außen rum Richtung Netto, damit sie auch mal den Friedhof sieht, der da hinten ist. Möchten Sie den Friedhof sehen? Sehr gerne. Da gibt es auch eine Toilette.
Siehste, der Netto hat keine Toilette, aber der Friedhof, falls jemand mal muss. Aber wir haben ja Bananen gegessen, deswegen müssen wir gar nicht mehr. Nie wieder. Bananen, beste. Also Julchen versucht gerade ihr Handy startklar zu machen. Die wollte sich mal den Friedhof angucken, wie das hier aussieht mit Arenen und Pokestops. Aber einen Pokestop wird sie niemals finden. Das ist der hier. Dieser Brunnen mit Drachenkopf. Der ist zwar, den gibt es in Hildburghausen, aber nicht hier. Den hat eine holde Maid abfotografiert und einfach bei sich zu Hause hingesetzt, obwohl das 5 Straßen weiter ist. Und das ging auch durch. Finde ich halt immer nicht so cool, wenn du da bist und suchst den Stop und findest den nicht, weil der da gar nicht ist. Ne? Find's eigentlich schön, wenn die Stops immer da sind, wo sie sind, dass du halt auf der Karte mal siehst, ach was, Brunnen mit Drachenkopf, gehst hin und siehst dann sowas und denkst dir, cool. Ist mir nämlich nie aufgefallen. Ich bin so oft hier langgelaufen, ich habe das nie gesehen, weil wer guckt schon nach links und rechts. Aber jetzt Netto. So, wir sind jetzt hier vom Netto angekommen, wie man sieht, beziehungsweise wir waren schon im Netto. Hier hinter mir, oh mein Gott, guck dir das an, ah! Hier nämlich sieht man auch, da steht Netto und da steht Shania. Versteht ihr, Shania? Wir haben nämlich in der letzten Sequenz einen Fehler eingebaut. Mal gucken, wer den findet. Wir lassen euch aber noch Zeit, bis wir beim Lidl, ich weiß nicht, was es ist, Lidl oder Aldi angekommen sind. Mal gucken, wer den Fehler findet. Und Shania durfte sich jetzt wieder was aussuchen. Da hat jetzt hier dieses herrliche Warsteiner Winterbier genommen. Sie hat gesagt, weil wir 3 jetzt hintereinander haben, nimmt sie was, entweder was Gemischtes oder was Kleines. Und jetzt haben wir was Wintermalziges, herzhaft malzig, Warsteiner Winter. Das müssen wir jetzt noch aufmachen und dann freue ich mich schon, weil ich bin als nächstes dran und ich weiß schon genau, was ich im nächsten Laden möchte. So, der Ramses war jetzt dran im Lidl und da habe ich letztens, als ich diesen Hibu-Vlog gemacht habe und habe die Tortilla-Chips von der Lisa gesucht, da habe ich was gefunden, wo ich schon dachte, das plane ich für die Shania-Wanderung ein. Hab da mittlerweile den Fehler bemerkt, aus dem jetzt mittlerweile vorletzten Aufnahme, schreibt es mal in die Kommentare. Die Shania, die freut sich jetzt schon mega. Ja! Wir haben nämlich nicht nur diesen super Einkaufswagen hier vom Lidl Sender und nicht nur, dass die Warsteiner Winterbier nicht abgeben gehen, weil hier gibt es einfach eigentlich gar kein Bier, deswegen nehmen die auch nichts an, aber wir haben dieses Perlenbacher Strong gefunden und ich finde das Design der Dose einfach mega und das habe ich noch nie probiert und das ist mega günstig gleichzeitig, das kostet nur 49 Cent. 49 Cent, müsst ihr euch mal überlegen. Vergesst mal hier Elephant, Ultra Strong oder sonst was. Die werden wir jetzt hier mal aufmachen. Und dann möchte ich euch noch mal kurz zeigen auf meiner Karte. Das ist nämlich ganz wichtig, dass ihr den Überblick nicht verliert. Also, wir sind heute früh hier gestartet. Wir sind dann in den Rewe, wir sind dann zum Dönermann, zum McDöner, sind dann zum Edeka, waren dann jetzt im Netto, sind jetzt hier gerade im Lidl und müssen dann gleich noch rüber in den nächsten Rewe, um dann wieder in die Stadt zu gehen für den nächsten Döner. Aber die Shania hat gar keinen Hunger mehr. Nee, habe ich im Moment nicht. Und ich habe auch gar keinen Hunger, weil der letzte Döner so frampfig und fett und brutal war. Also du hast da für dein Geld was gekriegt. Beim Dill-Dönermann hast du den gegessen und gedacht, ach, hätte ein bisschen mehr sein können. War viel zu frisch und zu kalt. Und jetzt hast du den gegessen und ich weiß nicht, wie wir das machen, aber wir müssen da erstmal das gute Strong vernichten. Und dann darf die Shania im Rewe das nächste Bier aussuchen. Genau. Ah, toll. So, der Rewe hat uns jetzt auch die Weisheit des Tages mitgegeben. Die steht nämlich hier geschrieben. Ihr stinkt alle. Fertig. Hier ist auch eine heftige Uhr. Besser wäre 24 Stunden. Ne? Das fühle ich auch. Da steht nämlich immer, dass sie hier bis 22 Uhr haben. Hä? Weil nur bis 22 Uhr. 23 ist besser. Ne? Lol, ich bin geil. Das möchtest du dann noch was dazu sagen? Nein, ist alles gesagt worden. Okay. Bist du auch geil? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir gedacht. Wir sind so geil. Wir haben uns jetzt extra hier ein Sofa gebastelt. Das heißt, der Wagen war schon wieder nicht angeschlossen.
Und deswegen habe ich gedacht, ich kann den mal so herstellen. Da kann man sich nämlich draufsetzen, während man jetzt noch dieses Perlenbacher Strong genießt, bevor wir dann endlich in den Rewe können. Und ich habe gesehen, beim Stadtwappen geht ein Raid auf. Vielleicht schaffen wir es sogar, wenn wir rückwärts durch die Stadt laufen, am Stadtwappen vorbei, den Raid zu machen, den Registeel Raid. Das wäre auf jeden Fall übelst genial. Aber erstmal müssen wir uns um den Kollegen hier kümmern. Prost! Da hat sie ja Bier schon wieder verlegt, ich sag's doch. Und guckt euch dieses edle Design an. Dieser goldene Rand. Übrigens, wer sich immer die Videos bis zum Ende anguckt, der wird vielleicht feststellen, dass das hier die Location ist von dem Bild, was am Outro eingefügt ist, wo immer dort steht, für jedes Abo trinken, da ist wo ein Bier. Wir waren nämlich damals hier beim Rewe. Und da war ein Hund angekettet. Der ist wo mit einer Dose Holsten und der Ramses mit einer Dose Holsten haben sich wieder vorgestellt. Der Hund war zwischen uns. Und das ist das Bild, was in der Schlussszene immer zu sehen ist. Das ist im oberen Rewe entstanden in Hildburghausen, was seitdem den Weg begleitet und an jedem Videoende eingespielt wird. Nein, das ist nur so lustig, weil die letzte Flasche gehört gar nicht uns. Die stand gerade hier daneben und die habe ich jetzt damit reingetan und die wird angenommen. Also frage ich mich, wieso der letzte die nicht angenommen hat, reingesteckt hat. Gut. So, wir haben jetzt hier eine Wickelablage gefunden und um euch das mal kurz zu zeigen. Wir sind jetzt eigentlich hier oben in diesem Rewe, müssten jetzt einfach mal einmal hier runter gehen zum Pizza-Kebab-Haus, um Döner zu essen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Shinaya schon Hunger hat. Ich habe jetzt aber einen Raid angesetzt, der ist dann ungefähr hier bei den tanzenden Löwen. Da werden wir noch einen Raid machen. Vielleicht haben wir danach Hunger auf den Döner und gehen dann rauswärts, verlassen die Stadt zum Kaufland für das nächste Bier. Aber erstmal müssen wir ja das Rewe-Bier trinken. So, wir haben jetzt auf jeden Fall, wir müssen noch das Rewe-Bier trinken, deswegen sind wir jetzt hier rausgekommen. Das ist die Shinaya, die hat jetzt eigentlich ihre Haare verstrubbelt, jetzt sieht sie schon wieder total normal aus. Ihr müsst immer die Haare vormachen und dann müsst ihr die Brille über die Haare ziehen. Die Shinaya war dran mit der Bierauswahl. Die hat jetzt hier dieses Edel Deluxe Feldschlösschen Pilsner ausgewählt. Warum hast du dieses Bier ausgewählt? Der Name war schön. Feldschlösschen. Weil das aus Feld besteht, du magst Felder. Genau, Felder sind schön. Und du wohnst in einem Schloss. Gut, jetzt wissen wir das. Ich bin eine Prinzessin. Und in dem Schloss gibt es immer Pilze zum Naschen. Das werden wir jetzt noch aufmachen und dann werden wir erstmal also Richtung Markt wandern. Entweder Abo oder Raid. Mal sehen, was der Magen sagt, was der Hunger sagt. Aber jetzt Biereröffnung, Start, kommt. Naturin! Ja, man sieht mich, ich bin schwarz. Jetzt bin ich wieder da, gut. Hoppa! Schaum. Hier haben wir noch so einen Knubbel gefunden, da würde Naturin wahrscheinlich Bierpower dran machen. Aber der ist nicht so stabil, wie man sieht. Der macht diesen hier. Guck mal, den kannst du richtig... Wie beim Wrestling, Junge. Ja gut, wir lassen den Knubbel in Ruhe, schnell weg. Weil die Frau hat den Knubbel entdeckt. Ich grüße an den Schänder und den Fevi-Vlog, wie der aus der Sparkasse rausgekrochen ist. Das war so edel. My name is Johnny Knoxville and this is the Sucker Punch. Ah! Spaß. Toll. Guck mal, wir haben Ziegen gefunden. Hallo. Hallo Ziegen. Da sind auf jeden Fall noch mehr. Da ist noch die, aber die guckt so komisch. Die grasen hier irgendwie rum. Und da, das hat noch ein kleines dabei. Ist es nicht süß? Guck doch mal, wie...
Ja, Mann, guck, wie süß. Ja, geil, guck. Ziegen gefunden. Mit Nase dran. Habt ihr auch schon mal Ziegen gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Guckt, ihr habt gleich zwei Bier. Ne? Ihr denkt nämlich immer, wir trinken jeder eins, aber eigentlich holen wir immer nur zwei für sie. Ich mache die auf fürs Video, aber sie trinken immer beide. Das ist ihr Geheimnis. Mist, jetzt ist es rausgekommen. So, Shania ist gerade auf der Toilette. Wir wollten nämlich jetzt, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wir kommen gerade vom Rewe. Wir wollten jetzt eigentlich zum Pizza-Kebab-Haus, aber irgendwie hat gar keiner Hunger. Also vielleicht werden wir uns doch einen Rollo-Döner holen zusammen und ihn dann teilen, damit wir das wenigstens mal probiert haben. Jetzt sind wir hier beim Pissedino um die Ecke und hier gibt es eigentlich Toiletten, aber das kostet immer 50 Cent. Und das kostet auch 50 Cent. Aber die erste Tür ist die Behindertentoilette und die ist immer auf. Jetzt ist man da rein, aber da ist das ganze Klo schon wieder vollgestopft mit Klopapier. Deswegen ist das auf jeden Fall total ein Erlebnis für sich. Gut. Wenn wir jetzt hier noch die Biers stehen, die sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Auf diesem Metallkasten, guckt euch das an. My name is Johnny Knoxville und deswegen sehen wir uns dann entweder gleich zur Dönerrolle oder zum Raid. Mal gucken, wie wir uns entscheiden. Lag echt am Berg. Julchen lag am Berg. Ich habe die jetzt original hier durch diese Baustelle geführt. Wir liegen aber ein bisschen schlecht in der Zeit, weil wir wollten 42 eigentlich den Raid am Löwen machen. Jetzt ist schon 45. Wir sind noch gar nicht am Löwen und eigentlich wollten wir erstmal beim Abo den Döner holen. Das heißt, wir müssen jetzt fix zum Raid. Doch, der Raid hat es jetzt entschieden. Erst der Raid, dann die verschissene Tonne. Guck dir das an, wer da reingeboxt hat. Ne? Brock Lesnar hat wieder einen Suplex gemacht. Wir gehen also jetzt zum Raid, machen kurz den Raid und müssen dann danach zum Abo. Und da dann ein Bier wahrscheinlich mitnehmen bis zum Kaufland, weil das ist eine längere Strecke. Das ist ein Lade, meistens reagiert der außer in der Raid-Stunde. So, wir sind jetzt gerade hier am tanzenden Löwen und wollen gerade hier einen Raid machen. Shania, Aluhut, Eiverschaf, Speckrücken, Hau drauf, Brainy, 27 Alex, 1 Zidane Malos, Agi Halmi, Rams ist der Dicke, alle am Start. Wir machen jetzt den Raid, den Registier-Raid noch zwischendurch. Hier aus das Feldschlösschen, auf dem Feld in einem Schloss, richtig brutal, ne? Da kommt Gudi, trinkt schon wieder. Wir hauen den mal weg, wir gucken mal, ob der Gudi IV hat oder so. So, wie viel hat deins? 13,56, kein Schein. 56? Das bleibt doch eh drin. Guck. Nee. Scheiße. Ich habe auf jeden Fall hier ein 13,50, also meins ist wieder schlechter. Da kann ich hier die Blechdose weglegen und die nächste Blechdose anfangen. So, das ist die Shania. Hi. Ich bin der Kesto. Nein, bin ich nicht, aber egal. Wir sind jetzt hier auf dem Pizza Kebab Haus. Warte mal. Hier, guck. Pizza Kebab Haus. Dass du alles mit drauf hast. Die haben jetzt auf jeden Fall die Preise auch angehoben, angezogen. Und wir haben jetzt gedacht, wir wollen eigentlich einen Döner für 5,50. Aber weil wir ja so schon satt sind, nehmen wir eine Dönerrolle, teilen die uns. Jetzt habe ich gedacht, der Döner für 5,50 kostet so viel wie die Dönerrolle für 5,50. Aber die Dönerrolle kostet 7 Euro. Eigentlich ist das doch dasselbe von der Portion her, nur dass es halt einfach 7 Euro kostet. Das ist, als würdet ihr 7 Euro für einen Döner bezahlen. Das ist unglaublich. Hallo. Das ist unglaublich brutal. Aber man muss halt mit der Zeit gehen und Coronis hat das sicherlich einiges verändert, dass dann halt alle jetzt, ist ja überall so, ist nicht hier, ist auch da unten beim McDöner, ist auch da beim Dill-Döner-Mann in der Wand, überall, alles wird angehoben. Aber wir sind eigentlich eh satt, deswegen teilen wir uns jetzt eine Rolle, das ist wichtig. Wir teilen die uns und zeigen gleich mal, wie die mundet. Ach so, wir müssen noch ein Bier mitnehmen hier, wir haben noch gar kein Bier mehr, oh Gott, wir müssen ja bis zum Kaufland laufen. Also. Leer. Und wer darf auswählen? Du. Ich darf auswählen und dann, ich weiß gar nicht, was es gibt. Desperados. Nein, wir gucken, wir schauen mal, was es gibt und dann nehmen wir noch was mit hier. So, wir sind jetzt hier beim Pissedino in Pasadena. Das ist da drüben der Kollege. Das ist die Jenna. Ne? Wir waren gerade beim Pizza Kebab House.
Haben also eine Dönerrolle bestellt, die sie jetzt geteilt haben. Das heißt, Jenna hat jetzt die Hälfte von der Rolle. Ich habe die andere Hälfte von der Rolle, weil wir sind eigentlich total satt. Wir möchten das aber trotzdem gerne mal probieren. Ich habe gedacht, weil wir so lange bis zum Kaufland jetzt laufen müssen, nehmen wir noch hier ein Bier mit. Ich wollte extra Bebop bestellen. Sie kennt kein Bebop. Nee. Bebop müsste Köstritzer Schwarzbier sein mit Cola. Also war das erste heftige Szenegetränk, Cola-Bier, was es je gab. Habe ich Bebop bestellt? Hammer nicht. Nehmen wir Efes? Hammer nicht. Steht auf der Karte? Hammer nicht. Becks? Hammer nicht. Wir haben noch Hasseröder. Jetzt haben wir noch zwei Hasseröder genommen. Auf dem Weg dann zum Döner Richtung Kaufland. Ich würde sagen, du probierst den jetzt mal, sagst mal, wie der schmeckt, ne? Beißt du mal rein. Ich packe meinen auch aus. So, da hat sie auf jeden Fall abgebissen. Ne? Guck mal, da ist... Ich glaube, Dönerrolle ist immer so gut zu essen. Ist auf jeden Fall schöner als beim Döner. Fällt immer alles raus. Auf jeden Fall. Wie schmeckt jetzt diese Rolle? Schmeckt lecker. Besser als beim McDöner? Irgendwie ja. Ja, besser als beim Dill-Dönermann? Nö, ja, auch schon ein bisschen. Nee, dafür ist es zu warm. Ja, genau. Es muss extra kalt sein. Ja, am besten du isst den ganzen Tobak einfach auf. Ich beiße jetzt auch mal erstmal kurz rein. Wir können ja dann trotzdem nochmal, wenn wir Richtung Kaufland laufen, Feedback geben. So, my name ist nicht Johnny Knoxville, aber ich bin hier unten und versuche jetzt hier dieses Papier von dieser Dönerrolle abzumachen, weil mehr können wir uns nicht leisten. Die hat immerhin jetzt auch 7 Euro gekostet. Wir beißen mal kurz rein in die Dönerrolle. Ich glaube, was da sehr präsent ist, ist die Spezialsoße. Weil die hat wirklich so einen eigenen typischen Geschmack. Was irgendwie ein bisschen auch so süßlich wirkt. Aber irgendwie frisch und aromatisch. Und ist viel Gemüse drauf. Das Fleisch kommt trotzdem nicht zu kurz. Also eigentlich hat das die perfekte Mischung von allem. Aber kostet halt mittlerweile 7 Euro. Wo du vorher 5 Euro bezahlt hast. Aber es ist... In der ganzen Stadt ist halt leider einfach alles teurer geworden. Ist bei euch auch einfach alles teurer geworden? Schreibt es mal in die Kommentare. Der wird eingesammelt. Woppa! Der Schluck war größer wie gedacht. Ja, weil es bis zum Kaufland so weit ist, muss man sich noch mal Mut antrinken. So, wir sind jetzt hier vom Kaufland angereift, also eingetroffen. Das ist das Kaufland, das sieht man hier drüben. Das ist die Shenaya. Ich war gerade auch noch mal austreten, aber die Shenaya, die muss halt einfach nicht, die absorbiert das. Und nachdem ich also unbedingt das Bebop wollte und sie keinen hatten, ich gesagt habe, dann gib halt Efes und sie keinen hatten, dann gib halt Becks und sie keinen hatten, haben wir jetzt exklusiv das Hasseröder, das einzigste Bier beim Pizza Kebab Haus bekommen. Und weil ich das ja sozusagen ausgesucht habe, darf die Shenaya das nächste Bier im Kaufland bestimmen. Und dann kann ich euch noch mal kurz die Karte zeigen, wie es nämlich eigentlich weitergeht oder wo wir gerade sind oder was wir gerade machen. Und zwar haben wir ja hier angefangen, sind da hin und her, sind da hoch, sind da rüber, sind da dort, sind jetzt hier draußen beim Kaufland. Und nach dem Kaufland müssen wir in diese Region wandern. Hier gibt es nämlich noch mal einen Netto mit Bier, einen Aldi mit Bier und eigentlich den Dönerlutz mit Döner. Normalerweise stand der Dönerlutz immer hier vorm Eingang, aber als es dann alles gestiegen ist mit den Standortpreisen, ist er hier weg und ist jetzt bei der Berufsschule. Also Bier holen, weiterlaufen. Wir haben immer noch das 4Bro Chill Mint. Das ist vielleicht fürs zum Nachspülen. Wir haben auch eben noch einen Schluck Pfeffi getrunken. Immer wenn wir was gegessen haben, müsst ihr einen Pfeffi trinken. Immer wenn wir eine größere Tour vor uns haben, müsst ihr einen Pfeffi trinken. Und dir schmeckt der Pfeffi ganz besonders gut, habe ich gehört. Sehr lecker.
Der Hannes, sehr lecker. Der Hannes und der Stammball, das ist bestimmt die Schwester vom Hannes. Und der Hannes ist der Bruder von mir und das ist die Schwester von mir. Und so kommt alles zusammen. Kennt ihr den Stefan? Wenn der Stefan wieder Bier braut, dann kommt sowas bei raus. Stefans Bräu, ne? Da weißt du auch hier, Pilz, Export. Der Stefan, der kann einfach alles. Der Stefan, pass auf, der Stefan hat sogar Radler. Für die, die noch kein richtiger Stefan sind. Stefan ist auf jeden Fall immer am Start. Ich meine, Shania ist dran mit dem Bierauswahl, aber ich habe schon gedacht, die wählt bestimmt zwischen Miller Genuin Draft oder, pass auf, weil das sieht voll cool aus, oder Coors, das ist auch Bier, auch wenn es gar nicht, da steht Bier, Coors Bier oder Miller, aber bitte keinen Stefan, wir wollen den Stefan nicht supporten. Kennt ihr auch einen Stefan, schreibt es mal in die Dromedare. Mal gucken, was die Shania nimmt. Wir sehen uns draußen. So, wir sind jetzt hier beim Kaufland. Was macht die denn da für Faxen? Die Hexe, Hilfe! Wir sind jetzt hier beim Kaufland fertig. Die Shania hat sich entschieden. Und sie hat sich entschieden für dieses Bier. Das ist nämlich hier der Miller Genuin Draft. Ja? Kennt ihr das? Schon mal gesehen? Ich habe das noch nicht gesehen. Miller Genuin Draft. Das werden wir jetzt trinken und dann werden wir Richtung Netto, Aldi, Döner, Imbiss, Lutz laufen. Was da mitten da unterm Park ist. Das seht ihr aber gleich. Oh Gott. Das trinkt nichts. Ach du Scheiße. Und jetzt nochmal nach hinten durch. So sieht's gut aus. So, wir laufen jetzt hier irgendwie so Richtung Bürgenfeld. Da laufen wir immer zu so Autos vorbei. Also die fahren, wir laufen. Und hinter uns, das war das, wo wir mit einer Tourin reingelaufen sind, mit Flatti, die Werra entlang, am nächsten Tag auf der anderen Seite zurück. Julchen sieht das auch gerade alles hier. Hintergrundinformation, Making-ofs, hinter den Kulissen, dass man alles sieht. Und das ist Hibu. Der blaue Sack. Das ist unspektakulär. Hibu ist sehr sauber, oder? Absolut. Absolut. Das Lachen verkneifen wir uns mal, ne? So, damals, als ich mit Naturin und Flatte hier vorbeigekommen bin, haben wir diesen Rastplatz schon gefunden. Hier ist nämlich so eine Bank und da ist so ein Tisch. Und da an der Bank, das ist eine gesponserte Bank, ne? Mit einem Schild dran. Und das ist die Shania. Und das ist der Shania gesponsertes Bier. Und ich habe das damals versucht einzureichen, aber irgendwie haben die Fotos nicht geladen. Ich durfte nichts einreichen, aber hier gibt es keinen Pogestop weit und breit. Ich habe schon oft irgendwelche Rastplätze gesehen als Pogestops und deswegen habe ich gedacht, ich versuche das jetzt nochmal. Ich habe das jetzt hier abfotografiert mit dieser gesponserten Bank, also Umgebungsfoto, hier diesen ganzen Rastplatz. Hier vorne ist ein Schild, das steht am Walkmühlenweg. Rastplatz am Walkmühlenweg habe ich das jetzt genannt, habe das jetzt mal eingereicht. Mal gucken, ob das durchgeht oder auch nicht. Wäre auf jeden Fall cool, würde mir aber wahrscheinlich gar nichts bringen, aber vielleicht entsteht ja irgendwo in der Stadt eine Arena. Also irgendwas habe ich gerade erzählt, dann stand da, dass der Akku leer ist und jetzt ist, ich habe jetzt einen anderen Akku drin. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählt habe, aber der Akku war trotzdem leer und deswegen sind wir jetzt auch fertig. Ich habe das auf jeden Fall jetzt eingereicht hier. Seht ihr da, das ist hier ist die Bank, das ist hier der Standpunkt. Da kommt gleich ein Moped angefahren, guck. Moped! Oh, die kommt gleich zurück. Schnell weg hier. So, wir stehen jetzt hier beim Netto im Windfang
So, wir stehen jetzt nicht mehr im Netto Windfang, weil keine Aufnahme hier und deswegen die Shania, die hat sich jetzt mal hier dieses Booster Hemp mitgenommen, was Cannabis Geschmack, wisst ihr Bescheid, was mit der losgeht. Dann dieses Booster Berry Kiss Strawberry Cream. Dann habe ich gedacht, für Ramses Kitchen gibt sie diese Volt Cola. Die sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Und neben der Volt Cola gab es auch diese Volt Cola Orange. Die muss ich unbedingt mal testen. Aber eigentlich, weil ich immer dran war, habe ich jetzt dieses Mixery Ice Blue rausgesucht mit 5%. Da freut sich die Shania bestimmt total. Sehr. Weil da ist schon der nächste Laden und das heißt, wir haben nur ganz kurz Zeit, das jetzt auszutrinken. Deswegen haben wir mal ein Mixgetränk genommen, aber es hat trotzdem 5%. Aber irgendwie lässt sich es besser trinken, weil wir ja dann gleich dorthin müssen. Und dann versuchen wir mal, ob der Dönerlutz da ist, der Dönerimbiss. Da vielleicht noch was essen, auch wenn gar keiner Hunger hat, ob das alles so passt. Ja. Da kommt wieder alles raus. Komplett. So, wir waren jetzt hier im Aldi. Guck. Danke für Ihren Besuch. Das ist Aldi. Warte mal hier. Aldi, dass ihr das seht, dass das Aldi ist. Und das ist immer noch die Shania. Und die Verkäuferin war auch total freundlich. Und die Shania hat das nächste Bier rausgesucht. Wir haben nämlich jetzt hier zwei Dosen Thüringer, Marke Thüringer Premium Bier, ja. Das werden wir jetzt probieren. Hoppa! Papa! So, es ist jetzt so dunkel, ihr werdet eh nichts mehr erkennen. Da steht die Shania, guck. Hi. Mit dem Gesicht zur Wand. Da ist das Open-Schild. Das ist der Imbiss Döner Lutz, Döner Imbiss Lutz, wie auch immer. Hier ist die Glocke zum Ringen. Da ist das Bier. Da haben wir gerade zwei Döner bestellt noch. Mittelscharf, die nehmen wir jetzt mit. Mein Gott, wir müssen uns mal so hinstellen. Die nehmen wir jetzt mit, weil wir sind dann noch auf der Wanderung zum Norma. Und von der Norma müssen wir dann noch irgendwie Richtung diesem Panorama-Restaurant. Der Döner hier ist gut verträglich, sage ich mal. Und deswegen werden wir mal gucken, dass wir den jetzt einverleiben können und dann noch zu Norma und dann noch zum Panorama. Und das ist ein bisschen, aber wir haben noch ein bisschen was eingepackt. Also das wird auf jeden Fall funktionieren. So, wir haben jetzt hier mit zwei Obdachlose vor der Berufsschule eingefunden. Ich sitze jetzt hier am Start. Wir haben immer noch hier das gute Thüringer Premium Bier. Wir haben uns jetzt den Döner vom Lutz geholt. Vom Döner Lutz, vom Döner Imbiss Lutz, Döner Lutz Imbiss. Keine Ahnung. Shania hat gerade in die Alufolie reingebissen. Was sagst du? Was sagst du zu dem Döner? Ziemlich scharf, aber schmeckt lecker. Wie ziemlich scharf, Mann? Ist scharf. Der hat extra gefragt, soll ich so mittelscharf? Ja, mach halt zwei mittelscharf. Normal hätte ich gesagt, sehr scharf, dann hätte wieder so ein Rattengift draufgestreut. Und ansonsten ohne scharf, aber ich glaube, mittelscharf heißt wahrscheinlich bei den meisten schon, dass das zu viel ist. Du findest es jetzt sehr würzig, das ist der würzigste ja, von heute. Scharf ist es schon. Aber das Brot ist warm, oder? Das Fleisch ist warm und ansonsten ist ja nichts anderes drauf, außer Brot und Fleisch. Ich werde jetzt auch mal reinbeißen, aber ich weiß schon, der Dönerlutz ist einfach der Dönerlutz. Das ist der deutscheste Döner der Welt. So, wir haben jetzt hier den Döner vom Dönerlutz. Ich muss euch jetzt hier an die Wand hängen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber trotzdem, das ist der Döner vom Dönerlutz. Da ist auf jeden Fall ganz viel so Tzatziki-Soße drauf, ganz viel Dönerfleisch und Weißkraut, mehr ist da nicht drauf. Keine Tomaten, keine Gurken, kein Rotkraut, nichts. Aber trotzdem übelst schmackhaft. Wir beißen mal rein. Und jetzt weiß ich auch, was die Shania meint. Der ist auf jeden Fall würzig, ja. Also für mich ist das übelst angenehm und ich finde das richtig toll, dass man ein bisschen mal was merkt. Und selbst wenn du bei anderen sagst, extra scharf, merkst du nichts. Hier sagst du nur so mittelscharf und du merkst richtig was. Ist auf jeden Fall sehr cool.
Und da ist halt wirklich einfach nur ganz viel Fleisch drauf, ganz viel Weißkraut. Der überzeugt immer noch, der ist schön warm, der ist schön knusprig, der ist schön fluffig. Das Fleisch ist präsent, da ist nicht so viel anderes Gemüsezeug drauf. Das ist irgendwie so ein richtiger deutscher Döner. So, die Shania, die stirbt schon die ganze Zeit neben mir. Ich möchte euch bitte nicht erzählen, was die ganze Zeit los war. Deswegen habe ich gedacht, weil der Dönerlutz bestimmt kein Bier hat, war ich so schlau, als die Shania im Kaufland ihr Bier ausgewählt hat, habe ich schon mal aus Spaß das nächste Bier mitgenommen, und zwar dieses, weil das hat mich ja interessiert, dieses Kors Bier in dieser silbernen Dose, da sind lauter Berge drauf, da steht ja auch, when the mountain turns blue, it as cold as the Rockies, ne, verstehst du? Das hat auch nur 4% Alkohol, das heißt, das wird der Shania ganz gut tun, weil der Ramses, der Schlaufuchs, der hat einfach mal, obwohl, ja gut, die Shania durfte im Kaufland bestimmen und ich habe direkt danach bestimmt, das mitzunehmen, im Kaufland immer noch. Da habe ich direkt gehandelt, da habe ich gar nicht geschnackt und deswegen haben wir jetzt dieses Kors-Bier noch am Start. Möchtest du ein Kors-Bier? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ihr wisst nicht, was mit dem letzten Bier geschehen ist. Oh. Genial. Ach du Scheiße. Alles in die Socke gelaufen, du. Ich merk schon. Jetzt einmal zurück und einmal hier und dann. Ah, das sieht ja fast so ähnlich aus. Ja. Hoppa. So. Wir sind jetzt hier am Start. Die Shania, die schläft. Guck. Da ist Frauenarzt am Start, das kriegt die Shania aber nicht mehr mit. Wir haben ja noch ein Ziel vor Augen, ne? Wir wollen ja unbedingt die goldene Meile schaffen, das heißt, wir sind jetzt hier irgendwo. Wir sind jetzt hier unten bei der 11. Wir müssen nicht hier hoch, weil ich habe noch ein Bier zusätzlich. Also wir haben eigentlich schon eh dieses Zusatzbier hier. Ich habe aber noch ein zweites Zusatzbier. Eigentlich müssten wir nur noch hier rüberlaufen, bis wir hier bei der Norma ankommen, dort ein Bier kaufen und dann zum Panorama-Restaurant, was die 14 ist, und dann hätten wir die Tour fertig. Ob wir das noch schaffen, ich werde mein Bier jetzt austrinken, der Shania ihr Bier werde ich einfach wegkippen, werde ihr irgendwann aufwecken und fragen, ob wir es vielleicht schaffen, noch zum zur Norma zu kommen. Bei der Norma darf sie dann wieder ein Bier aussuchen, glaube ich, oder ich, ich blick selber nicht mehr durch. Und dass wir das noch einmal schaffen, bis zum Panorama, wo es nochmal Essen gibt. Weil beim Dönerlutz, das konnte sie jetzt nicht wirklich essen, das war ihr zu scharf, obwohl es nur mittelscharf war. Aber beim Panorama kann sie vielleicht nochmal was essen. Wenn man sie ein bisschen ausruhen lässt, vielleicht ist das dann alles okay. Dann kann sie wieder mitgehen. Wir gucken mal. Ich werde das jetzt hier noch austrinken, also dieses komische Kors-Bier. Wenn das Kors-Bier dann bei mir leer ist, werden wir mal gucken, ob wir weiterlaufen können zur Norma, Norma Bier kaufen und dann zum Panorama-Restaurant. So, man erkennt zwar fast nichts mehr, aber die Shania, die hat die ganze Zeit jetzt geschlafen. Ich habe die jetzt aufgeweckt. Wir wollten gerade dort bei der Berufsschule rauslaufen. Da hatte der Dönerlutz, als er um 18 Uhr den Imbiss geschlossen hat, ist rausgefahren und hat den Zaun zugeschlossen. Wir konnten also nicht mehr rauslaufen. Weder links bei der Berufsschule noch vorne beim Dönerlutz-Eingang. Der hat einfach zugemacht und wir waren gefangen. Wir mussten jetzt entweder über den Zaun klettern oder 100-mal ums Gebäude rumschleichen, bis wir noch eine Ausfahrt gefunden haben, wo wir rausgegangen sind. Wir sind jetzt hier beim Landratsamt. Wir haben jetzt hier dieses. Guckt es euch an. Wir brauchen Licht. Das ist hier ein Schultenbräu Winterbock, dunkles Starkbier, kräftig, malzig und vollmundig mit 7%.
Also das ist das nächste Bier, was wir uns jetzt einverleiben wollen, weil immer wenn die Shania ein Bier ausgesucht hat, habe ich im gleichen Laden auch noch eins mitgenommen, so aus Spaß, dass wenn wir zwischendurch mal kein Bier haben, dass wir trotzdem noch Bier haben. Und eigentlich müssen wir jetzt nur noch zur Norma, wo sie sich noch eins aussucht, und von der Norma zum Panorama noch was essen und dann heim. Wir haben nur noch zwei Stationen vor uns. Aber bis zur nächsten Station begleitet uns dieses Schuldenbräu. Schuldenbräu Winderbock mit diesem Widder drauf. Das sieht auf jeden Fall total herrlich aus. Hoppa! 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 So. Das ist Julchen, guck. Das ist der Ramses. Und eigentlich ist es gerade mitten in der Nacht, Geisterstunde. Aber wir haben hier, pass auf, diesen Durchgang entdeckt. Da musst du den Kopf einziehen, sonst stößt du dich total. Das ist hier wie bei den Geisterjägern. Da musst du hier so durchlaufen. Ach du Scheiße. Da läufst, jetzt kannst du gerade auslaufen, weil jetzt ist das auf jeden Fall viel besser. Und dann kommst du hier hinten irgendwo raus. Mitten hier auf dem Weg. Und da ist es Julchen schon wieder. Guck. Da hinten ist eine Bank. Und da geht's weiter. Weil wir wollen jetzt Richtung Norma laufen. Normalerweise hätte man die Hauptstraße da vorne langlaufen können. Die ist irgendwo da hinten. Da ist die Hauptstraße. Die geht da hoch. Aber das ist uns zu langweilig. Ich wollte Julchen noch ein bisschen die Dunkelheit zeigen. Deswegen laufen wir jetzt hier lang. Weil hier sind so, guck, da sind hier so Wanderwege, wo man hier so langlaufen kann. Und dann kommen auch hier so Bäume. Und deswegen gehen wir jetzt davor. Alter, der scheiß Graben hat uns gerade total reingelegt, ja. Wir laufen so, ich sage noch zu Shania. Vorsicht. Was ist euch aufgefallen in den letzten Vlogs? Nix, gut. Ich sag noch zu Shania, wir müssen aufpassen, weil wenn wir da langlaufen, ne, da vorne ist der Norma, habe ich gesagt. Jetzt sind wir da rüber gelaufen zum Richtung Norma. Da ist es plötzlich nass geworden. Das heißt, zwischen uns und dem Norma lag einfach ein Graben. Der Graben war gefüllt mit Wasser. Ich habe nur gemerkt, ich habe plötzlich nasse Füße bekommen. Die sind jetzt hier total nass. Das sieht man jetzt hier leider nicht. Ich bin durch den Graben dann durchgeflutscht. Ich habe nasse Füße bekommen. Julchen ist durch. Ach, Shania ist durchgelaufen. Warum sei immer zu Julchen, mein Gott? Shania ist durchgelaufen. Die ist einmal durch, die war schon fast hinten. Dann ist sie nochmal zurück. Dann ist sie da reingefallen. Die ist jetzt hier komplett nass. Die ist in den ganzen Graben nochmal reingerutscht. Wir wollen die nicht vorführen, aber die ist da. Die lag einfach komplett drin. Ich musste das. Ich habe dir die Hand gereicht. Komm raus hier. Wir müssen noch nur noch die Norma schaffen. Und dann noch das Panorama. Das sind noch zwei Stationen. Dann sind wir fertig. Aber wir sind jetzt einfach komplett durchnässt. Sie noch ein bisschen mehr als ich. Ja. Aber sie ist jetzt wieder wach, oder? Ja. Nachdem sie vorhin geschlafen hat, so ein bisschen Nässe, ist auf jeden Fall sehr gut. Wir gehen jetzt rein. Sie darf sich ein Bier aussuchen. Ich weiß eh nicht, wer dran ist. Aber nachdem ich so viel in letzter Zeit getrunken habe und sie geschlafen hat, darf sie jetzt das Bier aussuchen. Und dann gehen wir nochmal weiter und gucken mal, ob wir beim Panorama ankommen. Scheiße. Wir standen eigentlich gerade vor der Norma. Aber wir haben jetzt so viel gelabert, dass die Norma, guck, da steht noch Norma dran, plötzlich hier das Licht ausgemacht hat. Das heißt, eigentlich hätten wir gerade noch in die Norma eindringen können, wie Naturin sagen würde, aber nachdem die Shania einen Rückwärtssaldo in den Plumpsgraben gemacht hat und total nass ist, feuchte Schnecke, sage ich nur, ne? Die nasse Shania, die feuchte Shania, gut. Wir wollen ja bei den Fakten bleiben. Hat er den Norma jetzt einfach zugemacht, ohne uns drin. Das heißt, wir können jetzt in der Norma gar kein Bier mehr holen. Aber wir haben immer noch dieses
Booster Herb. Dieses Booster Berry Kiss. Wir haben die 4-Bro Chill Mint. Zwei Dosen. Wir haben. Scheiße, das ist leer. Die Volt Cola. Wir haben die Volt Cola Orange. Und wir haben diesen Pfeffi-Likör. Und weil wir jetzt nicht mehr weiter können, werden wir wahrscheinlich noch einen Schluck von diesem Pfeffi-Likör nehmen. Trotzdem nochmal dann zum Panorama-Restaurant gehen. Gucken, ob wir da Armbrot essen können. Einen Döner, einen gesunden Döner mit extra viel Frisch. Da hat die Shania bestimmt auch wieder Bock, jetzt wo ja, sie wieder definitiv trocken ist. Ja. Und da hat sie bestimmt noch mal Bock auf den Pfeffi. Ja. Und dann werden wir uns dann zurückmelden beim Panorama mit Pfeffi, mit Döner und mit allem drum und dran. Oh, Skoll. So, Licht. So, wir sind jetzt hier am Panorama-Restaurant, weil auch wenn der die Norma schon zu hatte, haben wir immer noch eine Station auf der Karte übrig. Ne? Das können wir euch nochmal hier zeigen. Das ist die Karte und die muss man hier so auffummeln. Dann sieht man auf dieser Karte, da sind so Stationen eingetragen. Und eigentlich sind wir dann hier drüben. Von, das ist die Norma, wo wir kein Bier geholt haben, müssten wir hier noch rüber zum Döner, zum Panorama-Restaurant und dann nach Hause gehen. Jetzt haben wir kein Bier geholt, aber wir haben zwischendurch noch zwei, drei Bier getrunken. Wir haben jetzt auch hier Bier, nämlich dieses Effes. Haben uns jetzt hier Döner bestellt, nochmal. Steht in der Karte. Da gibt es nämlich hier, pass auf, Döner im Fladenbrot für 4,50 Euro. Oder Panorama Dürüm mit Weichkäse für 6 Euro. Das ist für die Shania 6 Euro Weichkäse Dürüm. Und ich habe normalen Döner genommen mit Chilisauce. Guck mal, wie der schmeckt. Ansonsten haben wir jetzt hier noch so ein Effes Bier. Den Döner zeigen wir euch gleich noch. Sitzen jetzt hier draußen. Hallo. Hi. Wer bist du denn? Julchen. Ach, Julchen, gut. Ich wusste, ich hab's gar nicht verkehrt gesagt. Die wusste nur gar nicht mehr, wer sie ist, ne? Brrr. Brrr. Jena! Das 7 Minuten Sprachnachrichten gab. Und ich denke mir, was hat er nochmal gesagt? Musst du nochmal zurückspulen. Oh. Das geht mir auch oft so. Oh. Selbst bei Sprachnachrichten, die 2 Minuten gehen, ich muss immer wieder zurückspulen, nochmal hören, was war jetzt hier so. Ich bin manchmal so unkonzentriert, da denke ich, was? Derjenige brabbelt so, und du denkst, okay, jetzt ist es um. Um was ging es gerade eigentlich? Ich muss nochmal hören. Nochmal, was? Ich muss mich voll drauf konzentrieren, weil. Es ist manchmal echt irgendwie total stressig. Sprachmemos machen dich kaputt. Ja. Fertig. So, das ist der Jänner. Das ist der Jänner Rollo Döner, den wir jetzt hier gefunden haben. Guck, da könnt ihr hier vorne reingehen. Dann macht es so, boom, und jetzt ist der ganze Döner. Der Ramses hat hier noch beim Panorama-Döner einen Döner gefunden. Da ist hier oben der Chili-Soße drauf. Ach verdammt, jetzt habe ich da reingefasst. Moment. Schmeckt ein bisschen wie Eiver scharf. Also so wie Eiver Paste einfach nur. Das ist auf jeden Fall der Döner, den wir jetzt nochmal bekommen haben. Das ist die Speisekarte. Das ist das Handy. Das ist das Effes. Da ist immer noch viel drin. Das werden wir jetzt trinken, werden wir den Döner essen und dann werden wir wahrscheinlich nach Hause wandern. Und eigentlich müsste dann der Tag fast um sein. Außer die Jena sagt, sie will doch unbedingt in Rewe nochmal ein Dirty kaufen. Oder einen Captain Morgan. Oder einen Captain Guten Abend. Oder ich habe keine Ahnung. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ja, muss ich noch filmen, ich da reinbeißen. Ne? Bin ja hier Profi-Spezialist.
Der wirkt auf jeden Fall erstmal knusprig, wenn ich so das das Brot wirkt knusprig. Hier fliegt die halbe Gurke raus. Was? Sondern, dass hier nicht ganz dunkel wird, wie gerade beim Norma ist ja alles. Die haben uns halt lieb. So. Wir beißen jetzt mal hier in diesen Döner rein vom Panorama-Restaurant. Okay, wir beißen jetzt noch mal rein in diesen Döner vom Panorama-Restaurant. So, wir beißen jetzt noch ein drittes Mal rein hier in diesen Döner vom Panorama-Restaurant. Moment. So, wir sind jetzt eigentlich nach Hause gelaufen, weil wir haben nochmal im Rewe nochmal Bier mitgenommen. Eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viel wir, vielleicht habe ich so einen Counter eingebaut, dass ihr wisst, wie viel Bier wir getrunken haben. Und wir haben immer noch den Pfeffi am Start. Der Pfeffi ist halb leer und wir haben immer noch Pfeffi und wir wollen jetzt noch ein bisschen Wrestling gucken und irgendwas. Und jetzt hat hier die Shania. Die hat ja noch mal dieses Lübzer Bier rausgesucht in der Dose. Das werden wir jetzt noch trinken. Das ist die Shania. Hallo. Die macht jetzt gleich noch ihr Bier auf. Ja, genau. Hoppa. Hoppa. Scheiße. Warte mal. Hier, guck. Und dann. Ui. Ah, das ist aber gut, oder? Ja, das sieht so gut aus, besser wunderbar als bei mir. So, und das ist jetzt das Bier. Und das ist das Prost an das Shania. Und da drüben ist, das ist keine Polizei, aber was anderes. Und deswegen sagen wir mal noch Prost. Und dann vielleicht gucken wir noch ein paar Shenda-Wander-Vlogs. Und die Shania hat zwei Döner mitgenommen, theoretisch. Den vom Dönerlutz hat sie mitgenommen. Und den vom Restaurant Hibu Haus. Ne, warte, wie heißt der Typ? Panorama-Restaurant hat sie mitgenommen. Mitgenommen, genau. Da, vielleicht kann man das noch. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. So. Ah. Hallo. Verdammt. So. Der nächste Tag ist angebrochen. Ihr seht, wir leben noch. Also es geht uns gut. Auch wenn wir gestern ein bisschen nass geworden sind. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe oder sonst was. Ich habe nur gesehen in einer der letzten Szenen. Ich sah total schlimm aus. Rote Nase, alles hier voll Soße vom Döner. Man konnte kaum noch gerade ausreden. Ja. Sind irgendwie bei Richtung Norma also. Wollten wir geradeaus, übers Feld. Sind irgendwie dann runtergeplumpst, lagen in so einem Graben. Also man ist so durchgesappt, alles war nass. Shania ist dann nochmal mit dem Rückwärtssaldo reingejumpt, so total übermüdig. Habe ich gesagt, richtig krass, was du da machst. Und eigentlich haben wir alles geschafft, ne? Wie fandest du es abschließend jetzt? Sehr interessant. Sehr interessant, ja. Würdest du das nochmal machen, sowas? Vielleicht. Mit ganz viel Döner, ne? Na, da muss man dann überall, wo man hingeht, muss man dann eine Pizza essen und dann... Ja, ich fand es interessant auch, dass man halt so verschiedene Biersorten gefunden hat und dass man nicht wusste, was als nächstes kommt, aber dass man irgendwie versucht hat, gegenseitig auch mal ein bisschen Rücksicht zu nehmen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal nur ein kleines oder mal jetzt ein Mischgetränk, aber es war dann wirklich alles durcheinander. Shania ist öfters auch eingeschlafen dann, wenn ich irgendwo gesessen habe, hat sie dann geschlafen, ich habe dann erstmal mein Bier noch fertig und los zum Ziel, aber da war sie dann auch wieder fit, weil sie sich ein bisschen ausgeruht hat und das ist die Karte jetzt, die ist übrig geblieben, sieht ein bisschen verdörrt aus und hier sind wir gestern also gestartet, nochmal gleich durchgehen, haben uns dann natürlich im Rewe also Bier geholt, waren bei McDöner, haben da was gegessen, sind dann hoch zum Edeka,
haben immer mal einen Schluck Pfeffi genommen, wenn wir eine weitere Strecke vor uns hatten, vom Edeka, also zum Netto, zum Lidl, zum Rewe, da musste man wieder einen Schluck Pfeffi nehmen, weil man ja dann ganz weit runter musste, dann beim Dönermann Dönerrolle geholt und sich geteilt, raus zum Kaufland, da gab es wieder am Pfeffi, wieder rein, dann hier wieder Netto und das ist dann Aldi und dann der Döner Lutz, da war es ja schon fast dunkel, aber hier hat es wirklich richtig gut geschmeckt, richtig brutal, da haben wir uns dann stundenlang aufgehalten, bis wir dann irgendwann weitergelaufen sind. Wir hatten noch Bier übrig, weil im Kaufland habe ich dann 2 mitgenommen statt 1, so als Überraschung. Bis wir dann hier im Straßengraben rumgeflogen sind, also im Feldgraben, zu Norma hinten raus, haben vor der Norma gestanden und während wir vor der Norma gestanden haben, haben die einfach das Licht ausgemacht und zwar zu. Wir waren da ungefähr so 7:30 und wir haben bis 7:50 da rumgestanden und noch gelabert und noch Bier ausgetrunken und gesehen, wie nass wir sind durch den Graben. Das haben wir also verpasst, aber wir hatten ja immer noch ein Bier übrig, sind dann zum Abschluss also ins World's End, ins letzte Lokal sozusagen, ins Panorama-Restaurant, da nochmal Döner gegessen, beziehungsweise Shania lag auf dem Tisch und hat geschlafen mit der Dönerrolle daneben. Ich habe bei Döner gegessen, so sah ich dann auch aus und wir haben noch 2 Effes getrunken, mitgenommen und sind dann heim und haben hier dann am Ende im Rewe, wo wir fertig waren, haben im Rewe nochmal dann Bier mitgenommen und das hier getrunken und ja, so sieht der Tisch gerade aus. So viel von dem Pfeffi ist auch noch da, also man hat es nicht extrem übertrieben, von wegen jeder eine Flasche. Wir haben uns eine Flasche geteilt und von der Flasche ist auch nur die Hälfte weg. Sie hat jetzt noch ihre 2 leckeren Boosters übrig, die Red Eric Faxe Dose werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Den Chillmint habe ich mir gestern Abend noch gegönnt und das war die letzte Dose Lübzer. Ansonsten war es mal was anderes. Viel Bewegung, viel frische Luft. Viel gesehen, viel geschmeckt, viel gemacht, nass geworden, perfekt, fast alles geklappt, bis auf die Norm, aber wir waren dort, also wir sind alle Punkte abgelaufen. So, wenn ihr Bock habt, auch mal sowas zu machen oder irgendwelche coolen Sachen, ich bin ja sehr community-nah, ne, habe ich mit Natururin ja auch so gewandert und alles ein bisschen und wer da Bock hat, ne, ich bin immer da für verrückte Aktionen und Shania will ja auch mit Natururin mal wandern, dass wir irgendwie so zusammen mal den Schwarzwald begutachten wollen, aber wann das ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass wir das auch dieses Jahr vielleicht irgendwann noch hinkriegt, dann wenn schönes Wetter ist im Sommer oder so. Ansonsten Peace out, Vorhaut. Von meiner Seite, euer Ramses. Ich bringe sie nämlich jetzt gleich zum Zug. Möchtest du noch Tschüss sagen? Tschüss. Oder noch jemanden grüßen, jemanden, der dir total einfällt und du sagst, das sind die Besten, die möchte ich grüßen. Oh, ich grüße einfach alle, die mich kennen. Du grüßt einfach alle. Gut. Wenn ihr sie kennt, wurdet ihr jetzt gerade gegrüßt, ja? Wie das aussieht, so die Frisur, mein Gott. Ich muss mir mein Haargummi wieder reinmachen. Ciao.